Willkommen zurück hier in Minecraft, die Sage von Milton dem Magier, am zweiten Tag, wo wir aufnehmen. So, ich habe schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe ein bisschen gefarmt, ich habe das Fundament, soweit wie ich das haben möchte, fertig gebaut. Ich habe auch schon mal abgesteckt, wo die Außenwände, wie die da hinkommen. Die Frage, ob ich Holz nehme oder doch Stein, da bin ich noch nicht sicher. Aber so soll es sein, das ist halt ja der Eingangsbereich hier. Ich habe überall Fackeln hingesetzt, weil ich hatte meinen Creeper hier, der hat alles kaputt gemacht. Teils. Das wäre nicht so lustig. Das kann ja oben keiner mehr spawnen. So. Was habe ich mir denn für heute überlegt? Also ich habe mir für überlegt, wir brauchen ja. Brauchen die Schmiede, also die Schmelze meine ich. Wenn wir mal hier rein gucken, nehmen wir noch mal Materialien und ich und dann zwei. Ach, genau, das haben wir alles gemacht und hier steht dann auch nicht mehr viel drin. Achso. Ach, hier, das steht ja auch. Genau, also hier steht zumindest, wie man Mütel ist das, glaube ich, macht das hier. Aus Sand, das und das. Und dann muss man das mit Kohle brennen. Hier macht man dann die Bricks draus und den Controller. Und so macht man ein Buch. Und so macht man ein... Aha, das Buch. Was ist das denn? Night Vision gibt es auch. Braucht man eine Karotte, einen Feuerstein und eine Potion irgendeine. Okay, das Tinkers Tisch ist hier. Können wir noch nicht machen. Das auch nicht. Das ist cool, können wir aber auch noch nicht, wenn wir nicht die Flügel besitzen. Auch nicht. Das ist ja echt nice. Okay. Was es denn alles gibt? Sehr schöne Sachen gibt es hier auf jeden Fall. Oh, es ist Nacht geworden. Was haben wir hier drin? Material und ich. Da steht halt Schaufel, Head. Schaufel. Axtköpfe, Schwert, Toolroot. Was ist denn alles Toolroot? Ah, okay. Freut mich echt. Finn, haben wir auch mal so einen anderen. Sense. Battle Axe. Cleaver. Kupfer, ach, hier steht auch nochmal Abbau-Level. Kaktus, Level 0. Sehr lustig. Habe ich noch nie gesehen. Steine. Abbau-Level, Kupfer. Auch Kupfermöglichkeiten. Geschwindigkeit. Ich stehe auch noch drauf, was die ganzen Upgrades bringen. Das ist ja mal echt geil. Stil hat Obsidian-Abbau-Level. Das ist nice. Redstone hat Bronze. Damit kann man es generell um ein Level upgraden. Also hier steht echt viel drin, ne? In den Büchern sollten wir echt mal leben. So, auf jeden Fall mal schlafen gehen. Wir werden jetzt gleich
zur Stadt aufbrechen. Welche Stadt? Wir können zu dieser Stadt gehen? Oder zu dieser Stadt? Die hat das auf jeden Fall. Ich glaube, die hat das gar nicht. Das, was wir brauchen, ist nämlich am besten schon eine fertige Schmelze. Und ich glaube, das ist hier. Da brauchen wir nämlich nicht so viel herstellen, weil ich habe gleich ein bisschen gefarmt. Aber Ton, das reicht locker nicht. Niemals, nimmer aus, um die ganze Schmelze zu bauen. Und mehr ist hier im Umkreis einfach nicht. Und das ist traurig. Brauchen wir auch Sand und Kies auch noch dafür. Und ja, um wenigstens die Guss aus, also die Ausgussung zu machen, reicht es wahrscheinlich aus. Ich bin sofort wieder da. Es dauert 30 Sekunden. So. Ich habe nämlich gar kein Handy gehabt zum Timen. Wenn ich auch mal weiß, wie spät das ist hier. So, das heißt, ich würde aber gerne auf jeden Fall Sticks mitnehmen, Holz mitnehmen. Ja. Das reicht auf jeden Fall aus. Da ist eine Kuh. Wir brauchen aber mehrere Kühe. Ich hätte nämlich gerne wieder den Paraglider. Also ein Paraglider, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Paraglider ist das, glaube ich. So ein Gleiter auf jeden Fall. So ein Gleiter hätte ich gern. Diese Kuh dreht durch. Finde ich ja sehr seltsam, dass die Kuh durchdreht. Wir brauchen aber viel mehr Leder dafür. Wir haben bis jetzt eins. Das reicht ja nicht. Okay, das ist mir zu stressig hier. Die Kühe zu verfolgen. Deswegen gehen wir doch nach links. Da gibt es genug Kühe. Da ist eine Stadt, da kommen wir da mal rein. Also wieder on the road unterwegs hier. Das Essen mitnehmen. War ich hier schon drin? Nee, und ich habe keine Kohle mitgenommen. Mal rein. Wir brauchen nämlich auch Aluminium. Ich habe bis jetzt nur drei gefunden. Das reicht nicht, glaube ich nicht. Also vielleicht für eine einzige Gussform. Und das wird natürlich der Spitzhackenkopf sein, aber naja. Wir gehen mehrere Gussformen. Ja. Es ist hier so bergig. Aluminium-Kies. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Kann man das hier reintun? Da kann man das brennen oder so. Keine Ahnung. Müssten wir mal rausfinden. So, da haben wir es doch bis hierhin geschafft. Noch wieder hochkommen, diesen riesigen Berg. Okay. Hier ist eine riesige Stadtmauer. Zerlegt.
gehen wir doch einfach mal hier die chinesische Mauer entlang. Oh, hier ist auf jeden Fall ein schönes Häuschen. Oh, da komme ich ja bestimmt nicht mehr hoch. Ach man, muss ich die Mauer kaputt machen. Ach, ich gehe ruhig hier erstmal zum Schluss hin. Vielleicht ist da ein Zauberbuch. Was ist das? Ach, das Pilz ist das bestimmt. Der hier irgendwie reingebackt ist. Echt seltsame Stadt hier. Gibt's nix. Das habe ich gesucht. Das nehmen wir alles komplett mit. Oh, wir haben Emerald Upgrade, Smaragd, was? Ability 50 ist. Ist das Haltbarkeit? Also ich. Können wir nachher mal lesen. Aber ich glaube, Ability ist Haltbarkeit. Oh, da haben wir auch ein schönes Haus. Gucken wir gleich nochmal rein. Und jetzt hört mal auf, die Türen immer auf uns zu machen. Jetzt ist ja. Nichts zu tun oder was? Ohne Scheiß. Ich mach mal die Türen jetzt weg. Ist jetzt zufrieden. Also, du brauchst keine Tür. Auf und zu macht, braucht keine Tür. Wo ist deine Tür? Alter, ich weiß nicht, wo seine Tür ist. Und auch hier seine Tür. Eben nicht. Was haben wir hier? Oha, Dunkelstahl, Kohle, Zinnbahn. Stiefel, Eisenstiefel und auch immer man dafür. Na du, was verkaufst du? Du verkaufst mir einen Diamantspitzhacke, die ich leider nicht benutzen kann. Schaufel. Das ist traurig. Ich glaube, du musst für immer hier wohnen. Und dich braucht man nicht. Wie komme ich denn hier raus? Was? Jetzt kannst du hier raus. Ich habe dich befreit. Freust du dich jetzt? So, ich war eigentlich gerade dabei, das hier abzubauen. Haben wir wenigstens schon mal das gestohlen. Dann wollte ich da in das Haus noch mal rein. Die Fackeln 2 lasse ich den mal. Was ist das denn für ein komisches Haus? Alle Häuser ineinander gepackt. Was haben wir denn hier drin? Wir haben Aluminiumbar, Stahlbar, Behandelter Stock, Kupferbar. Kupferbar nehmen wir mal mit. Stahlbar nehmen wir mit. Wo will ich eigentlich auch? Ach, was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen nicht das Ei, wir brauchen das nicht.
Das nicht. Das nicht. Tür wollen wir ja auch nicht ganz selber bauen. Wir vergessen die Kiste. Sieht cool aus. Eine coole Kiste. Was haben wir hier? Stahl. Aluminium. Geschifft. Dragon Breath Patron. Aha. Hier, dafür nehmen wir auch diese schöne Laterne mit. Und ich weiß ja nicht, wozu man den Hammer braucht. So, was verkaufst du? Du? Aha. Alles nicht gut. Was ist hier noch für ein Haus? Ah, hier kommt man rein. Kommt man hoch. Da so ran? Ja. Gold ist gut. Ein Stock hier, die Goldachs. Wollen wir nicht gebrauchen. Kann das Speer einschmelzen, glaube ich. Ich weiß aber nicht wie genau. Lassen wir das Kies hier. Anziehen. Ich ziehe das mal eben an. Aluminium-Kies nehmen wir wieder mit. So. Also da wäre auch... Ach ne, eine Sache fehlt noch. Da wollte ich noch reingucken. So, gucke ich erstmal jetzt in das Haus da unten rein. Boah, ich komme da nicht hin, ne? Guck, oh ja, da ist es doch. Das ist das Boot, das ich haben will. Das ist auch nochmal hier drin. Okay. Ist auch sehr viele Bücher drin. Ich nehme auf jeden Fall das Buch mit. Weiße Wolle brauchen wir jetzt nicht. So. So. Den Rückweg sparen wir uns jetzt einfach mal. Achso. Ich muss aber eigentlich noch. Noch. Kröten wollte ich schon sagen. Oh, da sind noch ein paar. Ich brauche, wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauche ich. Das heißt, ich brauche 12. Oh, wir haben wieder Refire. Irgendwie. Absolut jetzt keine droppen, habe ich das Gefühl. Ich brauche doch nur 2 Leder, Mann. Ich will jetzt Leder. Danke. Zombie angebratschelt. Also, wie gesagt, wir werden jetzt abkürzen, indem wir wieder zu Hause sind. Das Tolle an der Journey Map. Wir müssen schlafen gehen. Und dann überlege ich mir, wie ich das aufstellen möchte. Ich glaube, ich möchte den Boden einlassen.
Wenn ich das in den Boden einlasse, ist das schlecht. Drei, vier, das passt natürlich genau hier hin. Ich wollte da immer was hinpacken. Ersten Gerätschaften hier hin tun, um das dann halt da zu verstecken, die Kabel. Das heißt, dann brauche ich mindestens zwei Platz. Dann will ich das hier machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Och man ey, da muss ich doch noch einen länger machen eigentlich. Vielleicht muss einer näher daran. So, was sagt denn unser Questbook? Ich würde gerne das hier machen, dafür brauche ich dann jetzt noch einen Zapfhahn, muss ich bauen, einen versenkten und einen Schmelzkern. Ein Schmelzkern, weil ich will vorher, damit ich das da kriege, das bauen, also das heißt... Erstmal all den Schrott jetzt hier hinpacken, den wir so erbeutet haben. Wir brauchen mehr Kisten. Das ist eine Kiste. Das ist auch eine Kiste. Habe. Dann werde ich die Eisenstiefel noch einziehen. Dann brauche ich nochmal. Das war hier nicht drin. Genau, ich muss jetzt Kies haben, Ton haben und Sand haben. Das kommt hier hin, Ton kommt da hin. Machen wir uns Mörtel. 58 Mörtel, brauchen wir Koks. Da wird das schon mal gebrannt. Dauert das natürlich ein bisschen. In der Zeit gucken wir uns das Questbook nochmal an. Nochmal hier zurück. Baking Bed. Kokereiziegel. Hammer Ingenieurs. Koksblock. Teerhöhl. Aha. Zurück. Hochofenziegel. Ah, das Ding brauche ich auch, ja. Zahnradgussform.
Genau, das haben wir nämlich jetzt. Dafür gibt es gar nichts. Das ist ja traurig. Aber wir können uns eine Arkane Werkbank jetzt machen. Damit wir rausfinden, wie wir eine Arkane Werkbank machen, lesen wir das Buch. Da. Wir brauchen. Achso, um eine Arkane Werkbank zu machen, brauchen wir. Ein Zauberstab. Und dafür brauchen wir Eisen. Das heißt, das können wir auch erst machen, wenn wir. Na gut. Schmelzereibauer Erfolg erzielt. Achso, wir brauchen jetzt noch Schmelzerguss und versenkte. Das heißt, wir benötigen auch noch ein bisschen Glas. Eine Gussform können wir schon mal, also ein Ausguss. Auch ein reicht auch am Anfang eigentlich theoretisch. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Glas haben wir schon mal, zwei reichen auch. Schade. Aber eine richtige Schmelzerei. Ein Tank soll er, glaube ich, bauen. Eins brauchen wir noch. Dann fangen wir an mit der Schmelzerei. Dup, 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 dup. Glas in die Mitte, haben wir einen Tank. Dann haben wir jetzt flüssige Lava, was sehr schön ist. Siehst du, ich hätte den Raum noch größer bauen sollen. Ich hab's gewusst. Ich könnte den ja auch noch mal anbauen. Aber erstmal ist der jetzt so, wie er ist. Ich kein Glas.
Da hätte ich gerne noch ein Glas. Glas. Aber den? Den hätte ich gern. Sherrod Glas. Ja, nehmen wir das Window einfach. So, jetzt können wir nämlich die Lava da hineinfüllen. Reicht erstmal zweimal. Und jetzt brauchen wir Aluminium und Kupfer. Ja, drei Aluminium habe ich. Wir haben auch diese Aluminium-Keys, mal gucken. Kupfer. War das hier in dem Buch? Ich glaube nicht. Nee. Wenn ich das erste Mal noch umwandeln zum zweiten. Das war hier auch nicht drin. Muss dann auch hier drin gewesen sein. Genau, also wir brauchen Aluminium Brass. Ne, wir brauchen ja. Doch Aluminium Brass brauchen wir. Made from Aluminium. Drei Stück und ein Kupfer. Das heißt, uack. Viel zu wenig Aluminium. Das heißt, wir brauchen auch nur einen Kupfer reintun. Wir brauchen nur einen Kupfer. Was? Wo? Ja, Junge. Dein Ernst, ne? So verdient. Ich hab das Ding hier einfach an. Ja, was mache ich denn hier? So, ich wollte da rein. Also, jetzt drei Aluminium. Mit Shift kann man übrigens alles reintun, habe ich gerade festgestellt. So. Jetzt macht noch ein bisschen. Und ich mache dann so lange auch was, und zwar brauche ich einen Stein. Habe ich zufälligerweise Stein? Natürlich nicht. Eigentlich reicht einer, aber ich habe drei Steine. Noch irgendwas zum Heizen. Sehr schön. Dieser Einstand reicht ja auch. Wieder hier hin, machen wir uns einen Spitzhacken. Steinding. Das kann man natürlich auch nicht für Werkzeuge verwenden, aber man kann es ja für Gussformen verwenden. Und das ist auch Ziel. Wenn wir jetzt hier reingucken, haben wir nämlich so viel Milliliter Buckets voll Dolarium. Jetzt bin ich hier rein. Oh, das ist doch aber eigentlich viel.
Und dieses Ding können wir jetzt verwenden, um Eisen, Obsidian, Kobalt, Arthrit, Mandalin, Kupfer, Bronze, Alumnit, Stahl, also eigentlich für alles mögliche. Bedrockium. So. Dann nehmen wir es wieder hier hin. Jetzt brauchen wir Eisen. Genau. Dafür brauchen wir Kupfer. Das heißt, wir nehmen jetzt noch wieder ein bisschen Kupfer. Ist gar nicht. Ein Kupfer nehmen wir mal mit. Ja, da ist natürlich brennt hier. Ach genau, war das jetzt im ersten Punkt, zweiten glaube ich, ne? Genau, Stone ist Abbaugeschwindigkeit. Iron haben wir eine Abbaugeschwindigkeit. Verstärkt. Einer Griff, Verstärke, Level 1. Flint, Kupfer hätte ich doch gerne. Steht hier nichts. Das bringt wahrscheinlich auch gar nichts. Man verstärkt das. Das ist haltbarer. Geschwindigkeit. Scherbe. Das reicht also für einen Kopf auf jeden Fall schon mal. Jetzt brauchen wir wieder Feuersteine und wir haben gar keinen Dingsens mehr. Es ist wieder sowas von typisch. Weil um das jetzt abzugraden, brauche ich natürlich eine heile Spitze. Eine heile Spitzhacke. So, das heißt, ich springe hier wieder runter. Und die ist auch kaputt. Schaufel. Ich höre doch irgendwo was. Wie kaputt bist du? Null. Ja. So, das reparieren wir jetzt nochmal. Nochmal. Das reparieren wir. Das reicht noch nicht. So, jetzt können wir sie alle mal wieder upgraden. So. Das können wir rausnehmen. Jetzt legen wir die hier rein und legen den da rein. Jetzt sehen wir hier Abbau XP sind 311 von 327.
Das in die Kiste. Das in die Kiste. Als nächstes. Die Schaufel. Das noch aus. Mach als erstes, als nächstes aber die Schaufel im Kopf. Max Kopf auch nochmal. Schaufelkopf. Das reicht immer für zwei so Gegenstände. Die Schaufel da rein und upgraden. Aus. Reparatur meiner Kupfer, Abbaugeschwindigkeit. Bisschen mehr Haltbarkeit. Das dauert noch ein bisschen mal wieder. Bauen. Das heißt, Scherben benötige ich. Ich muss auf Scherbensuche gehen. Aber wir haben ja gerade die Zeit, um mal den Gleitschirm endlich zu bauen. So einmal. So einmal. Das beides da rein mit noch einem Stick. Und wir haben den Gleitschirm. Also Gleitschirm ist das nicht, das ist ein Hängegleit, heißt das. Juhu! Wir können fliegen. Naja, gleiten können wir. War für den Anfang nicht schlecht. Weil damit würde ich jetzt hier gerne da nochmal hin. Da finden wir am schnellsten die Scherben. Ah, machen wir es heute noch? Nee, heute machen wir es nicht mehr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Machen noch das Kupfer, die Kupferachse fertig. Kupferachs, dann hätte ich gerne noch einen Hammer eigentlich. Das. Und nochmal Holz. Blumenstanzer. Ja, wir brauchen kein Holz, aber wir brauchen das da. Das da. No. Ich würde gerne Yes.
mal mit. Machen wir mal eben das hier fertig. Gehen wieder hier hin. Das kriegen das aus. Ne, da ging aus. Ach, jetzt haben wir keinen Stein mehr. Ach, wir kriegen die Krise. Ich brauche nur zweimal Stein. Machen wir gleich dreimal Stein. Kann ich auch gleich noch. Warten, bis der Stein fertig ist. Einmal, zweimal Stein haben wir schon mal. Okay. Geht das nicht? Ah, das geht wahrscheinlich wieder nur mit Feuersteinen. Oder Knochen. Das auch. Na super. Hätte auch kein Stein brennen müssen. Mein, das geht. Der kann hier wieder rein. Das kann hier wieder rein. Das kann dahin. So. Feuerstein muss ich. Ach ja, da muss ich wieder loslaufen für. Das kann man raus. Das braucht es erstmal nicht. Wo man den auch immer braucht. Jo. Gut. Ich nehme nochmal die Schwertklinge in die Hand. Gieß nochmal das. Eine Kupferschwertklinge. Acht. Achso, habe ich noch. Hä? Warum ich das hingepackt habe? Ich frage mich ja, wie ich eine Schwächling gemacht habe, ohne das Ding zu. Na ja, okay. Sehr seltsam auf jeden Fall. So, ich hätte gerne auch das, das, auch das und das, noch das und das. Thank you.
Naja, gut. So weit, so gut. Jetzt müsste ich vor allem mit Aluminium und sowas farmen. Ein bisschen zumindest. Naja, oder vielleicht machen wir doch nicht zusammen. Was wollte ich denn überhaupt machen? Ach genau, nächstes Mal gehen wir zusammen da hinten hin. Und ich mache jetzt auch nicht großartig irgendwas weiter. Mir fällt auch hier soweit nichts ein, was man jetzt noch tun könnte. Deswegen. Ach doch, ich wollte eigentlich das noch ableveln, genau. Ah, das machen wir dann auch nächstes Mal. Und dann sage ich jetzt zum zweiten Mal, falls euch das Video gefallen hat, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann bis dann. Tschüss.